Ja, willkommen zum ersten Gameplay, was ich jetzt erspielen werde. Ich habe gerade eine Runde geguckt, habe kurz geguckt, ob alles funktioniert. Es ist die Source Engine, es läuft wirklich krass gut. Keine Ahnung, ich habe 60 FPS, es ist gelockt. Ich weiß nicht, warum es auf 60 FPS gelockt ist. Ich weiß nicht, ob es am Spiel liegt, in der Beta. Vielleicht haben sie es einfach von der Xbox den Port genommen, zack und fertig. Ich glaube, ich schätze mal, so wird es sein, aber ich hoffe mal, ich weiß, dass es im fertigen Spiel nicht auf 60 FPS gelockt ist. Wer ist so dämlich und lockt ein FPS-Spiel auf 60? Ich hoffe mal, dass sie das vielleicht sogar noch in der Beta rauspatchen, was ich aber nicht unbedingt denke. Auf jeden Fall ist es auf 60 FPS gelockt. Das Spiel ist recht interessant und macht doch auf jeden Fall Spaß, was ich so in der ersten Runde gesehen habe. Was mir nicht gefällt, wir nehmen jetzt mal den hier. Was mir nicht gefallen hat, ist irgendwie diese Escape Change Loadout. Also, was mir nicht gefallen hat, ist die ganz einfache Kiste. Dass hier noch andere Minions rumlaufen. Jetzt mal ernsthaft, wofür brauche ich die? Ich weiß nicht, ob ich einen Gegner töte oder ob ich einfach nur einen Bot töte. Ich hoffe mal, dass im fertigen Spiel das nachher irgendwie rausgepatcht wird, weil, keine Ahnung, ich möchte ja jetzt nicht ein Multiplayer-Spiel spielen, nur damit ich da drin Bots töte. Ich hätte mal diesen reingemacht, weil es hier nur 6 gegen 6, 6 ist, dass ich gedacht haben, bevor hier gar nichts los ist. Jetzt habe ich auch ein paar FPS-Drops. Das wird ein Gegner sein. Ja, das ist ein Gegner. Bestimmt gedacht, bevor jetzt hier gar nichts los ist, noch einen Gegner getötet. Habe ich eine Shotgun oder was? Lol. Okay, ich töte wohl gerade die ganze Zeit Gegner, jetzt wurde ich getötet. Aber man sieht halt nicht, ob das ein Bot ist. Oh, ob es halt kein Bot ist. Und das ist halt schon ein bisschen störrisch, was auf jeden Fall nervt. Jetzt habe ich eine Zweitwaffe, eine Piste. Da ist jetzt auf jeden Fall schon ein Titan. Kein Plan, warum er jetzt schon einen Titan hat. Er hat genauso Kills wie ich. Ich habe sogar mehr Kills. Er hat schon seinen Titan. Ich habe ihn nicht. Ja. Finde ich auf jeden Fall jetzt schon wieder interessant. Wo ist der scheiß Titan hin? Jetzt hat er natürlich übelst den Vorteil. Das ist auf jeden Fall. Siehst du, das war jetzt zum Beispiel ein Bot, den ich getötet habe. Woher weiß ich, wann es kein Bot ist? Das nervt mich. Da ist ein anderer Titan. Den kann ich so runtersprayen. Ich weiß gar nicht, ob ich mit meinen Waffen. Jetzt habe ich wieder meinen Shotgun. Habe ich mit meiner Titan-Waffe auch. Habe ich jetzt wohl einen Gegner getötet? Steht unten rechts. Das war ein Gegner. Aber wenn ich mitbekomme, tut man das jetzt auch nicht. Also, das hätte man echt cooler machen können. Keine Ahnung. Das war zum Beispiel ein Bot. Aber mir wurde kein Kill angezeigt. Das war auch ein Bot. Das ist auch ein Bot gewesen. Wo sind die Gegner? Und jetzt habe ich einen Titan. Jetzt könnte ich in den Titan gehen. Was ich sofort auch machen werde. Nachdem ich hier noch ein paar Leute. Oh, da ist ein richtiger Spieler. Da ist ein richtiger Spieler. Den werde ich jetzt auch mal eben schnetzeln. Und da kommt einer hinter mir. Den habe ich nicht mehr gekriegt. Schade. Jetzt kann ich auf jeden Fall in den Titan gehen. Der ist ready. Weil ich euch aber zeigen möchte, wie man den Titan ruft, werde ich das jetzt so machen. Werde ihn hier hinrufen. Werde jetzt so spielen. Mit der Shotgun kommt natürlich nicht so weit. Ja, jetzt kommt hier mein Titan hin, zack, ich steig ein, los geht's, Titan Action, los, Kamera an und gib ihm böse. Haben die Gegner keinen Titan mehr oder was? Da ist einer. Kann ich hier so ein Schild aufrufen? Er schießt gerade aber nicht auf mich, der Penner. Warum könnte ich jetzt mal ein paar Raketen ballern? Also das ist auf jeden Fall schon cool, einen Titan zu bashen. Und ja, das ist irgendeine EMP-Kacke, die die werfen können. Da ist jetzt, da ist ein Titan. Sammelt eher Kugeln, muss ich mein Schild anmachen. Was ist er denn, Digga? Er springt mich an. Okay, ich habe wohl kein Schild mehr. Gehen gerade ab wie Spitzkatze hier. Und jetzt ist mein Titan auch schon kaputt. Jetzt springe ich hoch und weil ich so einen bestimmten Titan habe, bin ich jetzt unsichtbar. Ich glaube, man kann auch. Nicht. Ich hoffe mal, dass ich den Titan jetzt mal tut, ja. Sacril spielt mit uns. Nice. Wer Sacril nicht kennt, das ist ein großer Streamer. Das ist ein richtiges Profil. Kann ich jetzt gerade nicht nachgucken. Aber das Spiel ist halt echt schon eine coole Sache. Also es macht verdammt Spaß. Aber das mit den Bots. Okay, so weit kommt die Shotgun wohl nicht. Mit den Bots hier, das ist halt, das ist kein Bot. Das ist, aber das ist halt ein bisschen uncool. Doch, das sind wohl alles Bots, die ich töte. Das finde ich halt lame. Ich hoffe, es gibt einen Modus, wo die Bots nicht da sind. Oder ist ein Titan. Jetzt bin ich gestorben.
Eine Minute noch, dann ist mein Titan ready. Wir gewinnen sogar. Oh, da ist ein Titan. Da ist ein Enemy-Titan. Kann ich mit der Knarre auch normale Typen töten? Oder ist die jetzt... Bam, ich hab einen Titan gefickt. Mein Titan ist ready. Bevor ich meinen Titan rufe, mache ich aber seinen Titan auf den Arsch. Leb du Penner. Feuer. Oh, das ist Sacred. Sacred, los, wir töten dich, Sacred. Schaffen wir. Bam! Weil der darf nicht wegspringen. Geh wieder hin. Wo geht er runter? Wo ist er? Da ist er. Da ist er. Der Penner versucht unseren Panzer. Der versucht ihn zu knacken. Der sitzt da oben drauf. Jetzt habe ich ihn. Aber ich rufe jetzt meinen Titan. Und alles nachladen. Oh fuck, da ist ein Gegner. Das Problem ist halt, man kann halt nicht sehen, ob man den richtigen Gegner hat und weiß dadurch halt nicht, ob es eine Bedrohung ist. So, diese Bots sind natürlich keine Bedrohung. Das ist wieder ein Bot. Haben die richtigen Spieler natürlich schon. Ja, man kann nicht leiden. Aber der macht aber schon gut Schaden. Jetzt stirbt doch endlich. Ah, das ist halt. Boah, ich gebe ihm Keks, ich gebe ihm Keks. Noch mehr. Okay, ist raus, ist raus. Du kommst mir nicht. Aha. Das war schon wieder Sacred, der wollte schon wieder auf mich drauf springen. Wir einfach alle mal die gleiche Idee haben. Okay, jetzt habe ich Damage Increase. Das heißt, ich mache jetzt noch mehr Schaden. Eine bestimmte Zeit. Ich muss jetzt mal draußen helfen. Raketen hinterher. Jetzt stirb! Bam! Mein Titan, der verreckt ist. Wir haben gewonnen. Und jetzt können die Gegner halt noch abhauen. Das heißt, wenn sie schnell genug sind, können sie abhauen und kriegen halt noch extra Punkte. Finde ich richtig cool. Den will ich aber auf jeden Fall zertöten. Stirb bitte noch. Bitte, bevor die Runde vorbei ist, stirb noch. Platz! Platz! Platz doch! Nice! Ja, jetzt noch ein bisschen hier rummoven. Da können wir noch ein paar Typen töten. Oh. Halten aber echt ganz schön viel aus. Also man ist mit dem Titan gegenüber den Soldaten auf dem Boden kein Stück OP. Ach so, down, letzter Escape. Ich stehe da mit zwei Titans. Ist mein Titan hochgegangen. Jetzt kann ich halt versuchen hier ranzukommen, aber komme ich glaube ich nicht mehr. Versuchen noch einen Titan mitzunehmen. Weil man macht halt wirklich schon Gas und Schaden. Auch ohne Titan ist es jetzt nicht das Ding, so einen Typen auseinanderzuballern. Aber es fühlt sich halt immer an wie so ein Bosskampf aus God of War oder sowas. Ja, Runde ist vorbei. Ich habe 9 Piloten getötet, 3 Titans und 14 von diesen krüppeligen Scheißviechern. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Wenn es natürlich nicht gefallen hat, gebt einen Daumen runter. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann sagt mir das. Dann werde ich auf jeden Fall mehr aufnehmen. Und ich werde dann vielleicht heute auch ein bisschen an mein Spielverhalten anpassen. Und vielleicht heute Abend mal Titanfall streamen. Wenn ihr das gerne möchtet, sagt einfach Bescheid. Euer Max Rund. Jupp, ciao.